Schafscherer, der ein Schaf schert und ein geschorenes Schaf mit Schaffärch sowie Schubkarren und Säcken für die Schafwolle. Moin, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Und es ist doch jetzt eine ganz schön lange Zeit gewesen seit dem letzten Video. Woran liegt das? Nicht daran, dass ich nicht gerne mit euch hier Videos mache, sondern tatsächlich, ich bin nicht dazu gekommen, viel zu machen. Und ich bin auch nicht dazu gekommen, Video aufzunehmen, einfach weil mir die Zeit gefehlt hat. Das hat verschiedene Gründe, würde jetzt auch ein bisschen zu weit führen. Ich hoffe da einfach auf euer Verständnis, dass wir momentan jetzt hier ein ganz bisschen weniger Content auf dem Channel gerade haben. Und das wird dann, sobald wir in den Herbst, Winter reingehen, definitiv auch wieder anders werden. Dann werde ich auch wieder mehr Updates haben von der Anlage. Jetzt einfach im Sommer, wo es lange hell war, wo viel draußen gemacht wird, bin ich einfach auch relativ wenig hier an der Anlage. Trotzdem habe ich für heute, ihr seht schon hier so einen kleinen Haufen an Dingen mitgebracht, die wir uns mal angucken, einfach als kleines Update, zusätzlich natürlich zu dem Rundflug auf der Anlage. Und ich habe noch ein kleines Update für euch zu der Spenden-Challenge, wenn ihr die noch nicht kennt. Ich werde in diesem Jahr ungefähr 50%, eher ein bisschen mehr, der Werbeeinnahmen dieses Kanals spenden für gute Zwecke. Da haben wir auch schon ein paar Projekte, die wir bereits unterstützen. Und da sind jetzt wieder zwei neue Monate dazugekommen. Ich habe noch kein Projekt gefunden. Das letzte war ja die DKMS, die wir unterstützt haben. Und jetzt kommt eben noch ein weiteres Projekt dazu. Wir haben schon ein paar coole Ideen. Da halte ich euch mal auf dem Laufenden. Das, sag mal, Offensichtliche wäre jetzt natürlich die Flut, die wir alle mitbekommen haben. Also insofern, da wird es ein bisschen aufgeteilt werden, weil wir halt vorher auch schon ein paar andere Ideen hatten. Und es geht jetzt den anderen dadurch nicht besser, dass es jemand anderem noch schlechter geht. Also insofern gucke ich mal, ob ich das irgendwie ein bisschen aufgeteilt bekomme. Dadurch, dass jetzt der Content in der Summe aktuell ein bisschen weniger ist, ist natürlich auch die Spendensumme ein bisschen geringer. Also aktuell liegen wir pro Monat, dass nur noch die Hälfte der Videos sind, wie Anfang des Jahres, ungefähr bei 70 Euro in Summe dann. Davon die Hälfte wären dann eben 35 Euro. Heißt bei zwei Monaten aber auch schon wieder 70 Euro. Und natürlich, sobald wir in den Herbst reingehen, wenn es dann wieder mehr Videos werden, wird es eben auch wahrscheinlich auch entsprechend eher wieder von den Einnahmen. Also so viel kurz zu dem Punkt. Da gibt es in Kürze dann ein Video, wo ich euch einfach nochmal mitnehme, was wir dann an Projekten unterstützen mit dem Geld. Was habe ich euch mitgebracht? Also, ja, wenn man nicht viel Zeit hat für die Modellbahn, es gibt Dinge, die man auch draußen tun kann. Da kann ich euch eine Sache ans Herz legen. Und zwar gibt es hier von Revell so kleine Mini-Kits, wenn ihr da an sowas Interesse habt. Das sind also immer ein Fahrzeug mit einem kleinen Diorama. In diesem Fall ist das ein kleiner Panzerspähwagen der britischen, ich glaube, 8. Armee in diesem Fall, dann hier in der Wüste mit so einem kleinen Diorama. Ich glaube, dass diese Formen, aus denen das gebaut wird oder gegossen wird, dass das alte Formen sind, die Revell aufgekauft hat. Also ich glaube nicht, dass die ganz neu sind, weil auch dieses Prinzip mit so einer Baseplate und einem Fahrzeug dazu ist jetzt nicht ganz neu. Allerdings sind das hier neue Verpackungen. Also vielleicht ist dieses Modell auch neu designt worden, das kann sein. So sieht das Ganze aus. Und das ganz Coole dabei ist, die kosten um die 7 Euro. Ja, also Manufactured 2021 steht drauf, allerdings nicht, wann die Form entwickelt wurde. Das Ganze ist gemacht in der EU, in Polen, also auch kein China-Produkt. Und für 7 Euro kann man das auf jeden Fall mal machen. Hat hier so zwei Abende vielleicht an Spaß und dann kann man hier auch die Baseplate so ein bisschen gestalten. Ist vielleicht auch ein ganz guter Einstieg, wenn ihr da jetzt noch nicht so viel gemacht habt, weil hier habe ich jetzt einfach nur zusätzlich zu der Farbe, ich zeige euch das mal ein bisschen näher, den Weg muss ich wahrscheinlich noch, so ein ganz bisschen Modellgras raufgestreut. Dann habe ich hier als Pflanzen an der Stelle hier ein bisschen Moos einfach und eine weitere Pflanze aus dem Garten genommen. Also jetzt auch keine Modellbahnpflanze oder sowas, wirklich nur Sachen, die man vielleicht bis auf das statische Gras hier so hat. Und dann hatte ich noch so ein bisschen Modellwasser, da könnt ihr aber auch einen Klebstoff nehmen, der glänzend abtrocknet. Und dann habe ich quasi das Ganze hier befüllt. Dazu das Fahrzeug, bemalt mit Farben von The Army Painter. Und schon haben wir hier eigentlich ein ganz schickes Modell, was man so in zwei Abenden auf der Terrasse dann vielleicht auch bauen kann. Also das kann ich euch ans Herz legen, wenn ihr da so kleine Projekte habt. Und dann eine Sache,
Fand ich ganz witzig für die Olsenbanden-Fans. Ich bin bekennender Olsenbanden-Fan. Von Hobby Trade habe ich mir das jetzt hier mal gegönnt. Die kleinen Figuren, das heißt also Egon, Benny und Yeld. Dann die Yvonne und das, ja, Böffen. Oder Böffen, das dumme Schwein heißt er in manchen Filmen. Tatsächlich sind diese Hobby Trade-Figuren, ich hoffe, ihr könnt das da erkennen, echt schlecht bemalt im Vergleich zu dem, was man selber machen kann. Also da muss ich noch mal ran, aber die Form und Idee finde ich natürlich super cool. Dann werden wir gleich auf der Anlage auch noch sehen von Busch. Hier das Schafschuhe 7933 Action Set. Und die Beschreibung ist ein Zungenbrecher. Ich versuche sie euch einfach mal vorzulesen. Schafscherer, der ein Schaf schert und ein geschorenes Schaf mit Schaffärch sowie Schubkarren und Säcken für die Schafwolle. Also, wer das sauber lesen kann, hat auf jeden Fall den Deutsch-Einbürgerungstest bestanden. Dann wisst ihr alle aus den Nachrichten, 2021 sind die letzten deutschen Soldaten aus Afghanistan abgezogen. 2001 bis 2021 waren wir dort. Und ich habe bei Amazon diesen kleinen Truppentransportpanzer hier gefunden, und zwar für knapp nur 10 Euro. Das ist in 1:72 ein Fertigmodell in einer Hammerqualität. Also ihr seht das wahrscheinlich hier im Video, wir machen den mal auf. Nur das Fahrzeug jetzt mal. Richtig, richtig gut. Und ihr kriegt zum selber bauen für 10 Euro noch nicht mal ein Modell davon. Ich habe dann noch hier 4 kleine Bundeswehrsoldaten, die ich noch hatte, aus der Kindheit umlackiert bzw. umgemalt auf Wüstentarn. Mit entsprechend eben auch den Coyote Tan farbenen G36 und dann einfach die Baseplate hier mit ein bisschen unterschiedlichen Farben, mit Sand, mit ein paar Steinen und so dekoriert. Dann selber ausgedruckt hier die offizielle Flagge, also wer das nicht kennt, hier steht Deutschland quasi in der Deutschlandfahne. Dass das eben auch in Afghanistan durch die Einheimischen gelesen werden kann. Jo. Und da so ein kleines Erinnerungsdiorama draus gebastelt. Dann habe ich 2 neue Wagen von Brava, the Queen of Details sozusagen. Und zwar einmal hier den Viking Export Bier von der DSB. Ist, glaube ich, von der Kategorisierung Epoche 3 ein G10-Güterwagen hier mit einer Bremse. Deswegen hier diese beiden kleinen Quadrate als Bremsecken. Und die Wagen sind einfach auch im Vergleich zu den Märklin G10-Wagen. Da gab es Coca-Cola einen zum Beispiel jetzt von der DSB neulich mal. Ich glaube, vor 2 Jahren. Die Detaillierung ist einfach 4, 5 Nummern besser. Muss man ganz klar so sagen. Dafür ist es aber auch so, wenn man den schief anguckt, bricht was ab. Also hier diese kleinen Trittbretter hier unten am Fahrzeug, die sind jetzt schon schräg, obwohl ich die noch nicht mal wirklich angefasst habe oder so. Und da fasst ihr einmal schlecht an und dann habt ihr das in der Hand. Der zweite, und das ist eigentlich ein ganz cooler Mixwagen hier. Oh, jetzt, ich sag das mit den Trittbrettern. Ich lasse die mal gleich in Ruhe. Und zwar ist das hier ein Wagen eingestellt bei der DSB. Seht ihr hier auf der für euch dann rechten Seite und auf der anderen Seite gehört er aber zum Transthermos Kühlverkehr. Ist also von der Bedruckung her auf jeden Fall richtig spannend und passt natürlich mit quasi als Fischtransporter perfekt auf meine Fred Haun Anlage. Allerdings muss ich auch sagen, hier ist die Detaillierung wieder etwas geringer, weil zum Beispiel hier an der Tür ist es ähnlich wie bei Märklin einfach nur angedruckt, die Hebel. Und bei dem anderen kleineren Modell hier sind die Hebel an der Tür einzeln angesetzt. Also preislich tatsächlich der größere ein bisschen teurer, aber super natürlich hier für meine Anlage. Und da Fred Haun ja relativ klein ist und ich eher kleinere Züge habe, auch bis auf meinen einen großen langen Güterzug, schaue ich mal, dass ich jetzt vielleicht gerade da die Güterwagen dann detaillierter bekomme. Also dass ich dann wirklich nur 2 oder 3 an einem Zug dran habe, aber davon eben diese hochdetaillierten und nicht die Märklin Startup quasi. Ja. Und dann gibt es demnächst mal wieder auch ein Log-Review. Ich halte jetzt mal hier auf den beschreibenden Zettel das Ganze drauf. Und zwar von Lilliput, Maßstab 1:87, First Class bei Bachmann. Schreibt gerne mal in die Kommentare rein,
was das sein könnte. Ich weiß es jetzt, das könnte alles Mögliche sein. Ja. Es ist definitiv, wie ihr von der Größe her seht, es ist jetzt keine BR01 oder sowas, weil die wird hier gar nicht reinpassen. Es ist schon relativ klein und kompakt. Und es hat mich positiv überrascht, ja, für den Preis, den ich dafür bezahlt habe. Aber das beim nächsten Mal. Wir fliegen jetzt erstmal über die Anlage. Wir schauen uns jetzt mal an, was es so an kleinen Veränderungen und Neuigkeiten gegeben hat gegenüber dem letzten Mal, wo ich Dinge ergänzt habe. Alle solche Sachen. Und da starten wir einfach mal hier direkt in der Ecke. Ich hatte eben ja schon das Scharfschuhe-Set von Busch einmal angekündigt. Hier seht ihr das jetzt hier auf der Anlage. Und ja, mehr ist da nicht drin. Das heißt also tatsächlich, die Schafe, die jetzt in dem Pferch drin sind, die sind da auch nicht dabei, sondern ihr habt im Endeffekt hier diese vier kleinen Gatter. Ihr habt eine Schubkarre, ihr habt zwei Säcke, ihr habt den Schafscherer und dann ein geschorenes, fertiges Schaf quasi. Trotzdem finde ich sehr süß gemacht, ist jetzt auch keine Riesenausgabe und passt natürlich hier sehr, sehr gut auf die Anlage. Genau, dann habe ich hier jetzt tatsächlich im Tankbereich die kleine verputzte Hütte von Joswood hingestellt. Fand ich einfach ein bisschen passender, optisch gefälliger als das andere Gebäude. Und denke ich mal, das ja, bestätigt sich jetzt hier auch im Video, wenn ich das einfach auf dem Videobildschirm sehe. Das sieht gefälliger und passender aus. Ansonsten hat sich hier in dem Bereich jetzt gar nicht wirklich was getan. Also natürlich wird hier immer ein bisschen rangiert, die Wagen stehen ein bisschen anders. Aber von den reinen Dingen auf der Anlage hat sich hier tatsächlich gar nichts verändert. Ist also auch ja, fast schon abgeschlossen. Was noch fehlt, was diesen Herbst dann auch definitiv kommen wird, ist die Inneneinrichtung hier vom kleinen Hafengrill, der jetzt ja leer steht die ganze Zeit. Und wahrscheinlich noch so ein paar Ergänzungen, Reparaturen, Erneuerungen. Also hier zum Beispiel jetzt die herausgefallene Tür werde ich dann auch wieder anbauen. Alle solche Sachen. Und da so ein bisschen auf die Details nochmal eingehen. Vielleicht verschwinden auch die beiden kleinen blauen Fischkutter, die ihr da seht. Das sind ja solche Deko-Resin-Modelle, die jetzt, oder Modelle ist übertrieben, also so Deko-Artikel, die vielleicht doch inzwischen zu wenig Details aufweisen hier für die Anlage. Aber ansonsten bin ich hier gerade mit der Ecke hier schon sehr happy von der Optik her, dass ich da gar nicht großartig was ergänzen muss oder möchte. Und auch wenn man sich so diese verschiedenen Sichtlinien hier auf der Anlage anguckt, die mal gedacht waren, also ich versuche euch mal mitzunehmen in eine. Man hat ja immer so ein Konzept, wenn man so eine Anlage überlegt. Und tatsächlich ist diese Sichtlinie, die wir hier am Anfang haben, aus dieser Perspektive so, eine der gewesen, die ich bei der Konzeption der Anlage mir so überlegt hatte, dass man einerseits den Bahnhof rechts so ein bisschen sieht, links das Meer und eigentlich in den Hafen schon so reinschauen kann von hier. Das war so eine der Sichtlinien, die mir vorschwebte und die jetzt hier auch umgesetzt ist. Die zweite bezieht sich jetzt hier so ein bisschen eher auf die Düne. Das heißt also hier so der Blick einfach über die Anlage in Richtung des Meeres durch die Dünen. So ein bisschen in dieser Art hier. Und die dritte Sichtlinie dann eher so tatsächlich von hier. Die Strecke am Meer entlang, links mit der Brandung, rechts mit dem Hafen. Und hinten sieht man jetzt hier eigentlich auch sehr schön da mit der Landschaft, die dann eben ins Meer übergeht mit der kleinen Werft. Das ist so die dritte Sichtlinie gewesen, die mir am Anfang vorschwebte. Da gibt es natürlich jetzt noch ganz, ganz viele andere hier auf der Anlage inzwischen, aber das waren so ein paar davon. Genau, also hier hat sich überall tatsächlich gar nichts getan, außer Rangierarbeiten und kleineren Dingen. Ich muss also hier auch immer noch dran. Ich habe die Weiche hier immer noch nicht digitalisiert tatsächlich. Also das ist hier immer noch so der unfertige Arbeitsbereich, denke ich, wird so ein Projekt für den Herbst. Aber ich habe jetzt hier ein bisschen was abgedatet, wenn ihr das hier seht, so der erste Schritt. Und zwar gibt es jetzt hier einen Zaun zum Hafengelände. Das heißt also, man kann jetzt nicht mehr einfach so auf das Hafengelände drauflaufen, sondern theoretisch gibt es hier halt ein Tor mit einem entsprechenden Zaun. Da seht ihr aber auch, das ist eigentlich immer offen. Dann gibt es hier so eine kleine Trafostation.
Und ich habe jetzt angefangen, quasi hier so die Straßenkurve zu bauen. Das ist aber noch recht rudimentär, wie ihr seht. Das ist jetzt nur die erste Schicht eigentlich, die da liegt. Und auch hier zu dem Übergang da. Das sind jetzt nur so die ersten groben Ideen. Aber ich habe hier ein größeres Update und das seht ihr jetzt gerade. Und zwar habe ich mir eine kleine Panzerladestraße oder überhaupt Ladestraße hier gebaut. Ich habe ja jetzt diese ganzen Militärmodelle, die ich euch vorgestellt habe. Und ja, wenn man die nicht entladen kann, macht das ja gar keinen Sinn aus meiner Sicht, war zumindest so die Wahrnehmung. Und was habe ich denn gemacht? Ich habe mir hier Hartschaumplatten genommen und diese Hartschaumplatten in Grau passend zur Straße angemalt und direkt in die noch feuchte Farbe einfach sehr, sehr feinen Vogelsand reingeworfen und dann mit einem Pinsel in die entsprechende Richtung auch so ein bisschen ausgestrichen. Was da rauskommt, ist, dass die Struktur der Platte immer noch sichtbar ist, aber nicht mehr so krass wie vorher. Und das wirkt jetzt im Video vielleicht noch mal ein bisschen anders als in Live. In Live wirkt das tatsächlich sehr, sehr stimmig. Ich bin dann in dem nächsten Schritt hingegangen und habe hier so kleinere Details ergänzt. Das seht ihr, das sind hier so diese kleinen Grünflecken. Das ist einfach so ein bisschen Grünmaterial aus der Restekiste, was ich hier eben auch dann auf nasse Farbe gestreut habe. Und dann habe ich tatsächlich mit ein bisschen brauner Farbe in einem Drybrush-Verfahren, also mit einem maximal ausgeschlagenen, vertrockneten Pinsel quasi schon hier einfach so ein bisschen Spuren reingezogen, immer in der entsprechenden Fahrrichtung, auch hier, um das Ganze so ein ganz, ganz bisschen zu verwittern. Die Schrägen sind mir jetzt nicht so hundertprozentig perfekt gelungen. Auf der anderen Seite so eine abgebrochene alte Betonrampe, was das ja hier darstellt, die in meinem Szenario hier höchstwahrscheinlich noch gebaut wurde in den 40er Jahren, um die Bunkeranlage vorne zu versorgen. Ja, ich glaube, dass die dann nach 40 Jahren oder so dann schon ein bisschen so aussieht. Genau, das Ganze ist halt von der Höhe her so konzipiert, seht ihr hier, dass man eben hier quasi ebenerdig rüberfahren kann. Hier gibt es also jetzt auch nur ein Gleis drunter und das endet direkt in dieser Platte drin. Seht ihr da so ein bisschen, wie das da aussieht. Und hier drüben geht es halt entsprechend weiter mit einem knapp 3,7 cm breiten Streifen und dahinter noch einem. Und die sind halt von der Höhe her auch so, dass man hier perfekt auch solche Schiebewandwagen entladen kann. Also habe ich jetzt hier eine hervorragende Möglichkeit zum Be- und Entladen aller möglichen Güter und habe hier natürlich dann gleich nochmal meinen kleinen Kran aufgestellt, sodass der eben auch hier bei der Be- und Entladung helfen kann. Was hier aber auch noch fehlt, seht ihr da hinten, da liegt jetzt zugeschnitten zumindest mal die erste Leiste, die den Übergang zwischen dem Hintergrund und der Anlage hier darstellen soll. Die kann man jetzt auch noch so einfach rausnehmen hier. Ja. Die wird auch so rausnehmbar bleiben. Also das ist ja alles hier in dem Bereich, in dem Regal, komplett rückbaubar, ohne Aufwand. Aber die wird dann am Ende einfach den optischen Übergang darstellen, wenn die begrünt ist, wenn da ein bisschen Büsche drauf sind, dann sieht man nicht mehr, dass der Hintergrund quasi so als Platte direkt dahinter beginnt. Und hier seht ihr jetzt auch, da ist schon der Transthermoswagen im Einsatz. Und mein wunderbarer Veteranen-Personenzug da hinten, der, und das wird auch wahrscheinlich noch mal ein eigenes Video werden, jetzt tatsächlich alle drei Wagen hier mit Beleuchtung und Inneneinrichtung, beziehungsweise Inneneinrichtung hatte ich vorher schon, aber jetzt auch mit Personen hatte. Also, das hat sich so auf der Anlage getan und jetzt habe ich noch ein kleines Update für unter der Anlage. Da wird es ein bisschen dunkler. Und zwar hatte ich meine Spur-Z-Anlage von vornherein eigentlich so gedacht, dass sie hier unten unter meinem Fred Haun sein soll, und zwar auf Rollen. Also die steht zwar jetzt hier drunter, aber ich kann die jetzt hier bewegen, wie ihr seht. Also ich kann die jetzt komplett rausfahren, könnte die also so bespielen. Oder ich kann sie eben auch hier direkt drunter bespielen, das ist überhaupt kein Problem. Da seht ihr auch, die Beleuchtung ist jetzt hier an. Die kann ich natürlich genauso schalten. Das Kabel von der Mobile Station stört jetzt hier gerade ein bisschen. Aber da steht zum Beispiel hier die BR151.
Und die könnte jetzt theoretisch eben auch losfahren. Ja. Vorführeffekt oder 2 Tage nicht gereinigt. Ja. Genau. Also, das kennt ihr, das ist, wenn ihr Spur Z fahrt, der typische Effekt, wenn ihr das mal irgendwie einen Tag nicht gefahren habt, dann bleiben die Lokomotiven gerne einfach mal stehen. Also, das ist zumindest meine Erfahrung. Nichtsdestotrotz passt es super hier rein. Deswegen war mir auch wichtig, dass Fred Haun quasi auf der Platte entsteht und nicht nach unten gebaut wird. Und wenn ihr die Anlage hier noch nicht kennt, es gibt ein paar ältere Videos auf dem Channel dazu. Da habe ich da einfach noch mehr Informationen. Vielleicht mache ich irgendwann mal auch was hier zu meinem selbstgebauten Schaltpult für die ganzen Weichen vom Gleisplan. Und was ihr hier jetzt tatsächlich seht, aktuell habe ich meine Spur Z von digital wieder zurückgerüstet auf analog mit 3 Reglern. Warum habe ich das gemacht? Wenn ich jetzt relativ wenig Zeit mit der Spur Z-Anlage verbringe, wie es im letzten Jahr war, ich habe eben einige Lokomotiven, die noch analog sind, gerade im Dampflokbereich, und die ich nicht auf digital selbst umrüsten werde, denke ich einfach, weil es Erbstücke sind und das wäre mir zu schade, wenn da irgendwas passiert. Und um die bewegen zu können, primär habe ich das jetzt alles hier gerade wieder mit den 3 Reglern versehen. Ich könnte jetzt parallel eine Mobile Station und die Gleisbox anschließen, statt den 3 alten Märklin-Reglern hier. Das geht. Allerdings so kann ich halt auch mit allen Loks fahren und für meine zwischendurch mal 5 Minuten eine Z-Lok bewegen, wo es momentan drauf hinausläuft, reichen die 3 Regler eigentlich auch vollkommen aus. Ja, für einen Großbetrieb würde ich einfach auch wieder auf digital wahrscheinlich dann zurückwechseln an der Stelle. Ja, also so viel als Update hier mal aus dem quasi Keller der Anlage. Jetzt habe ich 2 Anlagen übereinander, beide auf Rollen, kann sie also beide bewegen und habe im Endeffekt dann aber auch den Raum so optimal genutzt, wie ich das wollte. Jetzt habe ich noch ein kleines Update für euch, das befindet sich weiter hier oben. Und zwar ist es nicht die kleine Waldbahn, sondern rechts neben der Waldbahn haben wir jetzt ein kleines Diorama. Ich habe es jetzt hier auf eine Größe von in der Breite knapp 40 cm, in der Tiefe knapp 50 cm alles raufbekommen. Das war eine leichte Aufgabe, weil das gerade mit den Tribünen dann wirklich auf den Millimeter passt. Aber so ist es jetzt geworden. Was noch fehlt, ist der 2. Streitwagen hier. Den muss ich noch fertig machen. Aber so ist jetzt der aktuelle Stand quasi gerade der Arena. Mit dem Raubtierkäfig hier draußen. Und ich habe dann noch so ein paar Griechen hier dazugestellt. Seht ihr jetzt links an der Stelle. Oder hier, da ist der rechte, ist auch ein Grieche eigentlich. Genauso wie die beiden, die hier draußen üben. Also die Arena selber war eigentlich ein schöner Bau. Es ist halt relativ grob und wenn wir jetzt im Vergleich mal eine 1:87 Figur nehmen. Ich habe hier hinten, da haben wir einen Wildpinkler. Und jetzt sagen wir mal der Wildpinkler. So, jetzt ist er auch jugendfrei. Den stellen wir hier hin. Dann seht ihr jetzt den Größenunterschied zwischen einer 1:87 und einer 1:72 Figur. Und das hat natürlich auch einen Impact auf die Höhe hier zum Beispiel vom Geländer oder so. Also wenn ihr das in H0 verwenden wollt, auf einer H0-Anlage, dann würde ich euch empfehlen, das Geländer hier auf jeden Fall auf die Hälfte zu kürzen von der Höhe her. Ja, also so ist es geworden. Ich finde, ist mir soweit gut gelungen, auch ein etwas mediterranes Feeling hier vielleicht dann darzustellen. Das Ganze ist modular, kann also auseinandergenommen werden. Man kann also hier den zum Beispiel rausnehmen, wenn man ihn da nicht haben möchte, weil man ihn da vielleicht nicht schön findet. Und natürlich hier die kleinen Spartaner da, die gehören da auch nicht rein in die Kampfarena. Schreibt es gerne mal in die Kommentare rein, was ihr davon haltet, wie euch dieses Ergebnis von dem Battleset hier gefällt. Und ja, um es
mit den Worten von Jeremy Clarkson zu sagen. Übrigens, wenn ihr es nicht kennt, es gibt eine super Serie, Clarksons Farm über Amazon Prime. Also, Top-Empfehlung von mir, weil da lernt man viele lustige Sachen über das Thema Landwirtschaft, die man vielleicht gar nicht lernen wollte. Ja, also, on that terrible disappointment, back to the studio. Also, zurück zum Platz. Zurück. Ich hoffe, euch hat der kleine Überblick gefallen. Es sind jetzt nicht die Mega-Änderungen bis quasi auf den Umbau, dass jetzt eben die Spur Z unter dem Fred Haun angeordnet ist, wie es ursprünglich auch mal sein sollte. Und ansonsten sind es halt eher so kleinere kosmetische Details ja geworden. Und ich denke, da wird im Herbst einfach noch mehr kommen. Ich habe noch den Plan immer noch Central Station. Das steht bei mir so irgendwo auf der Liste. Vielleicht ist das auch eins der nächsten Projekte, dass ich da erstmal technisch upgrade, dass ich nicht immer mit der kleinen Mobile Station da rumfummeln muss, weil das natürlich auch mit der steigenden Zahl an Lokomotiven mit über 20 schaltbaren Weichen hier inzwischen einfach auch natürlich extrem kompliziert ist. Ja, also so viel für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und in Kürze sehen wir uns dann, wenn ihr mögt, gerne hier zum Review dieser Lilliput-Lok hier. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut. Schafscherer, der ein Schaf schert und ein geschorenes Schaf mit Schaffärch sowie Schubkarren und Säcken für die Schafwolle. Schafscherer, der ein Schaf schert und ein geschorenes Schaf mit Schaffärch sowie Schubkarren und Säcken für die Schafwolle. Der ein Schaf schert und ein geschorenes Schaf mit Schaffärch sowie Schubkarren und Säcken für die Schafwolle.